jetzt geht's zu. So, sofort hat Schiedsrichter Thomas Einwaller hier alles hier rein gewinkt an Spielern. Denn das, was ein bisschen schon angekündigt war, ist jetzt leider wahr geworden. Servus Leute. Heute am 6. Dezember soll es um wahrscheinlich den berühmtesten Platzsturm in Österreich gehen. Der Platzsturm von Rapid Lern, der zum Spielabbruch führte 2011. Dieses Video war sehr aufwendig, aber ihr könnt es als kleines Nikolaus-Special sehen. Aber jetzt let's go und viel Spaß mit dem Video. Auf einmal war der Fußball nebensächlich. Ein gutes Wort, um dieses Video zu starten. Von einer Minute auf die andere. Das 297. STE Wiener Derby endete nach nur 26 Minuten mit einem Skandal. Die Partie musste nach einem Platzsturm einiger hundert gewaltbereiter Rapid-Fans beim Stand von 2:0 für die Wiener Austria abgebrochen werden. Schiedsrichter Thomas Einwaller sah die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleistet. Was sich auf dem Rasen abspielte, das grenzte an Krieg. Szenen, die man in Österreich in dieser Form noch nicht erlebt hat. Um 16.49 Uhr fiel die endgültige Entscheidung, das Derby konnte nicht mehr fortgesetzt werden. Der Aufstand der Fans auf der Hütteldorfer Westtribüne war ein Gewaltakt mit Ankündigung. Seit Tagen kursierte im Internet, dass man im Fall eines neuerlichen Misserfolges von Rapid ein Zeichen setzen werde. Noch am Vortag des gestrigen Derbys gab man sich beim Rekordmeister gelassen, versuchte die Aggressionen herunterzuspielen. Man war sich des Ernstes der Lage nicht bewusst. Bereits in den frühen Nachmittagsstunden hat es rund ums Hanapi-Stadion zu brodeln begonnen. Als der Mannschaftsbus der Wiener Austria in Hütteldorf vorfuhr, wurde er mit einem Hagel von Steinen empfangen. Die Mannschaft saß noch im Bus, als zwei Scheiben zu Bruch gingen. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Gewaltakt nur ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen sollte, war. Bei den gewaltbereiten Fans handelte es sich um großteils vermummte Chaoten, die erst von einer Kette von rund 300 Polizisten gestoppt werden konnten. Das ist das Allerschlimmste, was bei Rapid bis jetzt passiert ist. Eine schwarze Stunde, eine Schande für den Fußball. So Rapid-Präsident Rudolf Edlinger, der nach den dramatischen Vorfällen fast bleich im Gesicht war. Vermummte haben den Sport zerstört. Wir werden alles unternehmen, um diese Figuren auszuforschen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Kapuzentypen das Hanapi-Stadion nicht mehr von innen sehen. Edlinger will nun das Gespräch mit der Liga und der Exekutive suchen, um das Fanproblem in den Griff zu bekommen. Offensichtlich kann man ein Derby nur im Happel-Stadion austragen. So Erdlinger. Rapid drohen jetzt drakonische Strafen, der Senat der Bundesliga wird das Spiel vermutlich mit 3:0 für die Wiener Austria verifizieren und ihr 3 Punkte zusprechen. Da die Hütteldorfer ein nicht zu unterschätzendes Vorstrafenregister haben, wird Rapid vermutlich mit einer hohen Geldstrafe und mit einer Platzsperre belegt. Ich hatte Angst um meine Spieler, sagt Austrias Generalmanager Tommy Paritz. Ich habe so etwas noch nie erlebt, so etwas darf nicht passieren. Da wurde die eigene Mannschaft attackiert, ein Spiel zerstört. Jetzt ist die Grenze überschritten, so macht doch das Ganze keinen Sinn. Schiedsrichter Einwaller war ursprünglich bereit, auf eine Deeskalation zu warten, er hoffte, das Spiel vielleicht doch noch fortsetzen zu können. Beide Mannschaften wären auch bereit dazu gewesen, die Behörde aber sagte nein. Die Chaoten hatten ihr Ziel erreicht. Der Abbruch war es, den sie erzwingen wollten. Geplant wurde das vor einigen Tagen. Im Nachhinein stellt sich immer noch viel heraus, wie das zum Beispiel. Rapid stellte klar, dass sich ein Fanordner, der auch im Fernsehen mehrmals zu sehen war, nicht angemessen verhalten habe. Wir haben ihm bereits klar kommuniziert, dass er seine Aufgabe im konkreten Fall nicht korrekt erfüllt hat, und er wird auch als Ordner am Spielfeldrand nicht mehr zum Einsatz kommen, stellte Rapids Club-Service-Leiter Andy Marek klar. Für Aufregung hatte am Dienstagvormittag ein via Social Media verbreiteter Zeitungsartikel gesorgt, in dem zu lesen ist, dass dieser Fanordner 2011 beim Derby-Platzsturm im Hanapi-Stadion, Abbruch beim Stand von 0:2, dabei war und auch Stadionverbot hatte. Das entspricht auch den Tatsachen, bestätigte Marek.
Gleichzeitig hielt der 55-jährige Niederösterreicher fest. Tatsache ist, dass dieser junge Mann damals am Feld war. Aber er hat dabei und auch darüber hinaus nie ein Gewaltdelikt begangen. 2011 wurde er mit einem Jahr Stadionverbot belegt und hat diese Strafe auch verbüßt. Nachdem er sich wenige Jahre später aus der Fanclub-Szene zurückgezogen hat, bewarb er sich bei uns zur Mithilfe bei Heim- und Auswärtsspielen und übte seither sehr ordentlich diverse Aufgaben, vom Verkauf von Tickets bei Auswärtspartien über die Betreuung von Ball- und Begleitkindern bis hin zu Ordnertätigkeiten aus. Er habe auch die dafür nötige Ordnerschulung absolviert und damals einen offiziellen Ordnerausweis der Bundesliga erhalten. Beim Derby selbst wurde er kurzfristig in den Cornerbereich gerufen, um in der hitzigen Phase mitzuhelfen, dass dort keine Gegenstände mehr auf das Spielfeld geworfen werden. Diese Aufgabe hat er aber wie erwähnt leider nicht korrekt ausgeübt, betonte Marek. Rapid kritisierte aber auch das Verhalten der Austria, die in einer Stellungnahme am Montag bereits Empfehlungen für etwaige Sanktionen gegenüber dem SK Rapid gegeben habe. Dem Fairplay-Gedanken entspricht dies sicher nicht. Am Spielfeld hätte es für eine solche Aktion wohl eher die gelbe Karte für jenen, der eine Sanktion fordert, gegeben, wurde Peschek in diesem Zusammenhang zitiert. Außerdem teilten die Hütteldorfer mit, dass im Gästesektor im Allianz-Stadion hohe Schäden im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden seien. Damit belaufe sich der finanzielle Schaden für den SK Rapid nach drei Derbys in Summe bereits auf über 70.000 Euro. Hier noch ein kurzer Clip des Platzsturmes, der im Fernsehen an diesem besagten Tag 2011 zu sehen war und auch vom ORF-Kommentator mitmoderiert wurde. Dass hier das Stadion gestürmt wird von Rapid-Fans, Verliererstraße ist, dann war in diversen Homepages angeblich schon zu lesen, dass man hier das Stadion stürmen will, den Rasen stürmen will. So, Andi Marek, auch kein leichter Job. Er ist der Fan-Verantwortliche bei Rapid. Ihm war die Nervosität ganz besonders anzuspüren vor Matchbeginn, aber so wieder Step by Step geht's wieder jetzt nach vorne. Also, alles vermummt. Wer sich da jetzt noch länger daneben benimmt, der wird heute Nacht hinter schwedischen Gardinen schlafen müssen. Ja, aber ich denke auch, schwer zu erkennen, man war auch auf Exekutivseite auf solche Vorkommnisse eingestellt. So, jetzt schon einmal die Einsatzkräfte bis zum 16er vorgedrungen. Tja, und drinnen wird heftig diskutiert und Was haltet ihr von diesem Platzsturm? Ist es für euch schon zu viel des Guten, oder sollte man so auch mal ein Statement setzen? Hierbei handelte es sich natürlich um Hooligans und Chaoten. Wenn euch dieses Video heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da und um weiterhin nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke. Danke.